Hallo Freunde, der NRW bei 18 wieder hier mit seinem Let's Play A Vampire Story. Wir sind immer noch Mona auf der Bühne hier im Theatersaal und es ist doch recht viel Zeit vergangen. Ich musste mir nämlich hier echt mal Gedanken machen, weil ich so nicht mehr so wirklich durch das Spiel geblickt habe. Aber. Dann hatte ich mich einfach hier nochmal umgeguckt und wir erinnern uns hier, dieses Steuerpult. Was unordentliche Ecke. Was? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was für eine Bescherung. Frederik, ist das dein Werk? Naja, ich habe vor einiger Zeit gesehen, wie ein seltsamer Kerl im Laborkittel die für Shroudy eingerichtet hat. Und deshalb habe ich mal daran herumgespielt. Aber wenn wir versuchen, die zu bewegen, lauter dann Hebel. Aber was auch immer die bewirken sollen, funktioniert nicht. Die heben und senken die Kulissen. Eigentlich haben sie immer bestens funktioniert. Woher weißt du das? Weil auf dieser Kulisse hier eine riesige Sonne ist. Ich habe immer gewartet, bis Shroudy am Theater vorbeikam und habe dann den Hebel gezogen, der die Sonne aufgehen ließ. Das hat ihn immer zu Tode erschreckt. Warum die Vergangenheitsform? Weil ich ihn irgendwie kaputt gemacht habe. Ich saß eines Tages da und wartete, dass Shroudy vorbeiging, als ich plötzlich Appetit bekam. Also bin ich los und habe mir mein Knabberzeug aus dem Käfig geholt. Etwas davon ist mir beim Essen runtergefallen und im Steuerpult gelandet. Seither lassen sich die Hebel nicht mehr ziehen. Kannst du nicht hineinlangen und das Knabberzeug herausziehen? Die Löcher im Steuerpult sind zu eng für meine Schwingen. Du musst ein bisschen sauberer essen, Frederik. Ich kann nur hoffen, dass wir die Kulissen nicht brauchen. Obwohl ich bei unserem bisherigen Glück schon fast damit rechne. Ja, und genau so ist es auch. Aber wenn wir den Strohhalm mit Frederik gewinnen. Frederik, jetzt kannst du deine große Klappe mal sinnvoll einsetzen. Ja, genau. Können wir Frederik mit dem Steuerpult benutzen und wie ein Staubsauger macht er sauber. Ist doch lecker, oder? Genau. Und an einer Stelle hat er es gemacht und das ganze Pult wieder. Du hast es geschafft. Bestimmt lassen sich die Hebel jetzt wieder bedienen. Und et voilà. Moment mal, wie war das jetzt? Da tut sich nichts. Da kommt das. Da kommt das. Tja. Moment. Da ist ein Zettel ans Steuerpult geheftet. Ich erspare dir die Falten und lese mal vor. Baron Shroudy, ich habe das Bedienfeld für die Kulissenpaneele repariert. Ich musste irgendwas mit Überkreuzverdrahtung mit einer Stromquelle werde das nächstes Mal beheben, glaube ich. Hochachtungsvoll R.M. Mann, der Typ muss Arzt sein. Die Klaue kann man kaum entziffern. Doch, stimmt, das hatten wir nochmal. Jetzt ist nur die Frage. Ja, ich hatte das nur mit dem Steuerpult sauber machen und dann hatte ich gedacht, okay, ich hör mal auf, aber oh Gott, was kommt denn hier noch alles runter? Aha. Ja, kann ich die vielleicht auch hier mal alle wieder auf Ausgang? Das kann ja ewig dauern. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Runter, rauf. Andersrum. Und der hier? Nee, doch nicht. Jetzt muss ich nur noch. Jetzt kommt das wieder runter. Das ist, glaube ich, mal ein komplettes Bühnenbild. Das ist das mittlere. So, jetzt kommt das hinten. Nee, das ist vordere. Jetzt kommt das hintere.
Okay. Ah, okay. Nein, das... Oh, verkehrt. Och, Mann. Nein, verkehrt. Ah, doch, verbübscht. Verdammte Axt. Nein, da war schon wieder verkehrt. Ich will das... Nein, ich will das hintere haben. Mit der aufgehenden Sonne. Was hat er doch gesagt? Oh. Ah, sehr gut. Ja. Da, ja, aber es tut sich nichts. Warum weiß ich aber, dass das irgendwie wichtig ist? Ich weiß es nicht, Freunde. Oh. Ach, egal. Ja, komm, mal raus hier. Tut sich denn hier draußen was? Nein, tut sich nichts. Bühnenkulisse. Latsch, latsch, latsch. Die will doch jetzt wohl nicht wieder auf die Bühne. Sieht aus, als wenn sie schwebt. Die Theaterkulisse. Boah, dafür musste die jetzt da runter. Das kann ja nicht sein. Theaterspitze? So. Ach, komm, scheiß drauf. Aber mir ist auch noch was aufgefallen. Und zwar, erinnert ihr euch noch, auf dem Balkon von Mona? Na, oh. Haben wir den Pflanzkasten, ja so elegant vom Schnee befreit. Im letzten Teil haben wir im Labor etwas gefunden. Und zwar... nein, nein, da. Wunderwuchsdünger. Hoffentlich spornt die Asche das Wachstum der Pflanzen an. Hoffentlich brennt sie kein Loch in den Boden des Pflanzkastens. Gespannt. Achso, die muss das ja erst holen, ja. Hier kommt jetzt gerade so eine absurde Idee. Wir werden die Bühnenkulisse doch wohl jetzt nicht hier für die Sonne brauchen. Denn neben Dünger, Wasser und Sonne brauchen Pflanzen auch... Nee, das brauchen sie nicht. Das ist ja geil. Hätte mich jetzt nicht gewundert, hätten wir jetzt hier irgendwas aufstellen müssen. Belladon... Ach, guck mal an! Schau mal, Frederik. Ich glaub's nicht. Die Blume ist erblüht. Tatsache. Und dafür mussten wir nur die Asche eines toten Barons mit konzentriertem Superkunstdünger mischen. Stimmt, da haben wir eine der Urnen drauf aufgekippt. Das ist eine der Zutaten, die wir für den Zauberspruch brauchen. Ja. Und sie nimmt sie tatsächlich direkt mit. Okay. Tja, das, toll. Hätten wir ja dann auch mal. Und nü, nun bin ich wieder mit meinem Latein am Ende. Hier hatten wir alles, oder? Schau, die Spielzeugkiste, da hatten wir alles raus. Tja. Hier ging es nochmal. Moment, wo ging es da noch? Ach so, da war... Ja. Okay, ja, ich weiß. Ich wollte raus. Denn... Vielleicht... Bild. Ja. Hat Rufus ja noch eine Idee. Ich würde mich ja damit unterhalten, aber es hat weder Hirn noch Lunge und auch keine interessanten Gedanken zum Austauschen. Okay, also wir reden nicht mit Rufus. Und ja, ich weiß, Rufus, Deponia, und ja, ich werde Deponia 2 Let's Playen. Das habe ich auch schon im Let's Play Deponia gesagt. Ach nee, das war verkehrt. Ich wollte nach Edgar hoch. Und hier geht's hoch zu Edgar. Zack, zack. Und nach Obbe. Vielleicht unterhalten wir uns nochmal mit allen. Wobei ich glaube, dass er seinen Sinn erfüllt hat.
Entschuldigen Sie, Herr Rabe, auf ein Wort. Klar, gerne. Wieso sagt sie nicht Edgar? Und wir haben... nichts Neues. Ach, nee. Danke, das wäre im Moment alles. Ist es doch nicht wahr. Gut, dann vielleicht nochmal ins Verlies. Hier rein, da rein. Dann herum. Ja, ansonsten, Freunde, was gibt es sonst Neues aus meinem Leben zu berichten? Ich gehe jetzt noch nächste Woche arbeiten. Und dann geht's 2 Wochen in den Urlaub. Das heißt, oh, 2 Wochen keine Let's Plays von mir, ich weiß. Aber ich bringe euch auch etwas Schönes mit. Das könnt ihr mir glauben. Aber Näheres dazu noch in einem Let's-Info-Teil. Da wird jetzt, denke ich mal, die nächsten Tage noch kommen. Hier können wir auch nicht Na, mit ihr reden. Ich gehe mal wieder. War nett, mit dir zu plaudern. Und mit dir. Nicht. Da, wie gesagt, wird es noch ein letztes Info zu geben. Und da werde ich euch dann ausführlichst dann informieren. Selbstverständlich. Hallo. Dir auch. Hallo, Puppe. Wie geht's dir heute so, Schätzchen? Au revoir. Ich hänge fest. Ich denke mal, vor meinem Urlaub werde ich kein neues Let's Play anfangen. Bei Starfleet Academy komme ich zurzeit leider... Guten Abend! Noch nicht weiter, genau wie Danke, das wäre im Moment alles. Hier liegt es an der Spielstory. Bei Starfleet Academy liegt es am Spiel. Das Spiel stürzt mir leider immer wieder ab. Und daher... Hallo, ich habe auf Space gedrückt. Und daher ist es mir momentan unmöglich, das Spiel... oder beziehungsweise die Mission zu spielen. Ich habe auch mal nachgeguckt. Ich glaube, das ist die drittletzte Mission schon. Danach kommt nur noch Chekhovs Lost Mission. Und da bin ich auf der Suche noch, weil ich habe es in Englisch, aber ich versuche es euch natürlich in Deutsch zu präsentieren. Da werde ich mich noch informieren müssen. Vielleicht habt ihr ja Ideen, wo ich hier Chekhovs Lost Mission herbekomme in Deutsch. Ein Aufruf an alle meine Zuhörer. Vielleicht hat einer von euch ja eine glorifizierte Idee. Aber wie gesagt, das alles auch nochmal in dem Let's-Info-Teil. Guten Abend. Dann alles zusammenfassen. Das kann nicht wahr sein. Danke, das wäre im Moment alles. Ich hänge hier sowas von fest. Moment, wir brauchen... Was habe ich gesagt? Eine Fiole brauchen wir, ne? Eine Fiole, das Mold-Zeugs da, die Knochen. Die Blume habe ich. Was war das denn gerade? Habt ihr das gerade gehört? War das mein PC? Das ist nicht... Holzstapel, Holz brauchen wir nicht, Wandloch. Sonderbare Zutaten. Was ist das? Ach nee, das ist... Das wäre bestimmt knusprig und mineralstoffreich, aber keins für mich. Danke. Okay. Das Katzenfutter steht auch nicht mehr da. Das Brotregal vielleicht? Wenn ich das auflese, ziehe ich mir vielleicht eine schrecklich tödliche Krankheit zu. Eine Krankheit, die dich umbringt, dir das Blut raubt, ja, die ja, Haut ja, so ja, empfindlich ja, ja, macht, dass du schon. Kein Sonnenlicht... Genau so. Gut. Hier ist also auch nichts. Der Kamin war nichts. Tja, hier oben kommen wir wieder nur ins Arbeitszimmer. Moment mal, da stand doch... Moment, ich habe mir das aufgeschrieben. Jetzt kein Quatsch, ich muss mir sowas echt hier aufschreiben. So viele Sachen. Atem eines Wasserspeiers. Rufus ist doch ein Wasserspeier. Fällt mir mal so gerade ein. Sollen wir den jetzt mitnehmen? Stemme Rufus Kopf auf. Nein. Betrachte Rufus, verhöhne Rufus Kopf. Ich würde mich ja damit unterhalten, aber es hat weder Hirn noch Lunge und auch keine interessanten Gedanken zum Austauschen. Ah,
ja. So viel zum Thema ruhig und besonnen. Ich würde sagen, er ist kopflos. Kopf hoch, Rufus. Warum so niedergeschlagen? Schau lieber nach oben. Im Grunde seine einzige Richtung. Er fühlt sich halt wie am Boden zerstört. Ohne Körper sieht er wirklich wie eine niedere Lebensform aus. Ah, ja. Du ziehst mich richtig runter. Sei nicht so niedergeschlagen. Ich habe eine Kontaktlinse verloren. Rufus, kannst du mir die suchen? Na, wie fühlt man sich als Vertreter der niederen Schichten? Rufus, guck mal. Muss ich mir die Nasenhaare trimmen? Na, einsam, so ganz entleibt. Aufhören! Ich hab's schon begriffen. Ich bin ein körperloser Kopf. Zufrieden? Ja, weitgehend. Ja. Gut. Gut, dass uns das nicht geholfen hat. Ja, es ist ein Becher, es ist keine Viole. Freunde, die Zeit ist erreicht. Ich bin ratlos. Absolut ratlos, wie es jetzt ja weitergehen soll. Ich habe auch irgendwie total den Faden verloren. Was sollen wir jetzt hier überhaupt machen? Wir sollen raus. Ja. Und Schwauli hat uns unten den Weg versperrt. Mit den überkreuzt geschlagenen Paddeln. Sodass wir nicht an ihm vorbeikommen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas finden, womit wir Schwauli aus dem Weg schaffen. Naja, das ist mir alles zu hoch, Freunde. Ich mache mir, wie gesagt, meine Gedanken dazu. Hier war es das auch schon wieder für A Vampire Story. Ich werde die jetzt rendern und dann hochladen und mich dann noch ein wenig an Starfleet Academy wagen und versuchen. Ich hoffe, dass ich da noch vielleicht noch was zum Laufen bekomme. Und wenn ja, dann werdet ihr das heute natürlich dann auch noch sehen. Wenn nicht, dann leider nicht. Dann werdet ihr noch was warten müssen. Also, bis dahin, NRW bei 18 natürlich.